Hallo an alle, die jetzt quasi live dabei sind. Heute geht es nochmal ums Thema Intelligenz. Und bevor wir loslegen, würde ich gerne meine Kollegin hier zu meiner Rechten kurz vorstellen. Ihr Name ist, wurde gerade schon gesagt, Dana Michaela Simmet. Sie ist eine gelernte Biologin sozusagen, hat in Ulm Bio studiert, hat danach in Zürich, in der Universität Zürich, in der Weltraumbiologie promoviert, hat also dort ihre Doktorarbeit gemacht. Es ging um Immunologie, ne? Also um die Funktion vom Immunsystem in Schwerelosigkeit. Eine wahnsinnig spannende Sache. Dann war sie ein paar Jahre lang als selbstständige Dozentin unterwegs an ganz vielen unterschiedlichen Institutionen. Vor allem war es, glaube ich, das Uniklinikum Ulm, gell? Genau. Okay. Da haben wir dann uns auch praktisch teilweise wirklich parallel gearbeitet in den medizinischen Fachbereichen. Ja, und vor einem Jahr haben wir sie für die IU gewinnen können. Vollzeit dann. Ja, genau. Da war ich auch schon da. Richtig, als Vollzeitprofessorin. Jawohl, dann möchte ich dich gerne auch vorstellen, ja, kurz Ralf. Also der Herr Professor Doktor, das wird gleich nochmal wichtig, Ralf Karl Reinhardt. Warum betone ich das so? Weil seine zweite Doktorarbeit, die er gemacht hat, uns heute tatsächlich ein bisschen beschäftigen wird. Ralf ist promovierter Molekularbiologe, bist du. Das heißt also auch in der Biologie verortet. Und der zweite Doktortitel kommt aus der Sportwissenschaft. Also ein ganz spannender Bereich, der auch schon mit der Hirnforschung zu tun hatte. Herr Professor Reinhardt hat dann 20 Jahre gearbeitet als hauptamtlicher Dozent am Universitätsklinikum Ulm. Also da ganz viel verschiedene Bereiche sozusagen unterrichtet, vor allen Dingen auch Anatomie, Physiologie unterrichtet. Und diese zweite Doktorarbeit finde ich deswegen so spannend, weil da hat er eine Studie gemacht, die hieß Laufen macht schlau. Und in dieser Arbeit, Laufen macht schlau, Achtung, nicht intelligent, da kannst du danach ein bisschen mehr darüber, genau, ein bisschen mehr darüber sprechen, ein bisschen mehr erklären, ging es um, jetzt bringe ich einen Fachbegriff, Kognition und Laufen. Keine Sorge, Fachbegriffe sollte man einführend erklären. Werde ich gleich tun. Genau, kommt dann nachher noch. Ansonsten bist du natürlich Professor an der IU, das ist ganz klar. Richtig, seit 3 Jahren jetzt. Ja, was ich spannend finde und sehr erwähnenswert finde, ist, dass Herr Professor Reinhardt in den 3 Jahren, die er da ist, bereits 2-mal nominiert wurde von wahrscheinlich auch einigen von Ihnen als Zuschauern heute, nämlich entsprechend von den Studenten und Studentinnen, und zwar als Tutor des Jahres. Und das ist, finde ich, schon etwas, wo man, wenn man Tutor ist, stolz drauf sein darf, also wenn die Arbeit Wahl gewertschätzt Tutor wird. Des Jahres, ne? Nominiert. Genau, jawohl. Ganz genau gesagt. Jawohl. Ralf, vielleicht, jetzt habe ich schon Kognition gesagt, du hattest ein bisschen was mit Hirnforschung zu tun. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen das Gehirn von der Anatomie kurz vorstellen, und um alle abzuholen. Ja. Ja. Ja, um sowas kann man mich bitten, das mache ich halt einfach gerne. Das ist, für mich ist das Gehirn einfach, nicht nur für mich, das Gehirn ist tatsächlich das faszinierendste und wichtigste Organ, das wir haben. Ganz eindeutig. Und wer an der Aussage jetzt zweifelt, möge sich einfach kurz auf folgendes Gedankenexperiment einlassen. Wir reden von Organspende. Das Gehirn ist das einzige Organ, bei dem man lieber Spender wäre als Empfänger. Na, das muss man kurz durchdenken. Das braucht ein bisschen, bis das wirkt sozusagen. Es ist tatsächlich so. Wir identifizieren uns über unser Gehirn. Ne? Im Gehirn sind unsere Erinnerungen lokalisiert. Meine ganze Persönlichkeit steckt in meinem Gehirn drin. Alle Menschen, die mir lieb und wichtig sind, sind in meinem Gehirn, man würde sagen, repräsentiert. Das alles ist in meinem Gehirn. Und was wäre ich noch, wenn jetzt mein Gehirn weg wäre und das Gehirn womöglich von einer anderen Person eingepflanzt? Das wäre dann mein Körper, aber das wäre nicht mehr ich. Also es ist tatsächlich so. Das Gehirn ist für uns ein unglaublich wichtiges Organ. Ja, und wenn wir es von der Funktion angucken, dann normalerweise würde man jetzt in der Anatomie hergehen und würde 6 Abschnitte des Gehirns definieren. Na, so machen es alle Bücher. Da geht es dann los von ganz unten mit der Medulla oblongata, dem sogenannten verlängerten Mark. Da werden Vitalfunktionen verarbeitet. Das heißt, da wird der Körper am Laufen gehalten. Der Kreislauf wird reguliert, die Atmung wird reguliert, der Blutdruck wird reguliert. Alles, was auch natürlich nachts abläuft, was wir also unbedingt brauchen, um überleben zu können. Dann gehen wir eine Stufe weiter nach oben, dann haben wir die Brücke, Pons im Fachbegriff. Das ist eine Umschaltstation, könnte man sagen, eine große, gigantische Umschaltstation für Nerven, die von da kommen und nach da sollen sozusagen. Und da, das heißt hinten dran, wäre dann das Kleinhirn, das Cerebellum.
Das Cerebellum ist auch ein ganz spannendes Organ. Im Cerebellum werden, ich meine, gut, es ist notwendig für Feinmotorik beispielsweise. Feinmotorik ist, fassen Sie sich mal an Ihre Nase. Oder machen Sie das, was, genau, was du gerade machst, Dana? Fingerspitzen aufeinander und sich treffen. So, und das würde... Und das würde es ganz anders aussehen, wenn dein Kleinhirn nicht funktionieren würde. Dann gibt es nämlich einen sogenannten Intentionstremor. Intention, Absicht, Tremor, Zittern. Je mehr man versucht, die Finger zusammenzubringen, umso weniger geht's. Na, dein Kleinhirn ist in Ordnung. Was wir aber auch daran sehen können, zum Beispiel, dass wir einfach auch komplexe Bewegungen, die wir machen, einfach so ausführen können. Haben Sie sich da schon mal Gedanken drüber gemacht, wenn wir laufen wollen, wenn wir gehen wollen? Ich habe Durst, ich gehe rüber zum Kühlschrank, ja, dann stehe ich halt auf und laufe rüber. Das konnte ich nicht immer. Das musste ich lernen. Als ich klein war, musste ich laufen lernen. Das war ganz schön anstrengend. Und dann irgendwann mal konnte ich das. Und das Ich kann was bedeutet, dass die Bewegung im Prinzip fest abgespeichert wird. Und deswegen haben wir unser Kleinhirn eine gigantische Festplatte, auf der ganze Bewegungsabläufe abgespeichert sind. Und was dort abgespeichert ist, kann dann als Teil einer Bewegung wieder abgerufen werden. Übrigens ein gutes Argument, dass Kinder sich viel bewegen und vielleicht auch ins Turnen gehen und so weiter. Es ist wichtig, was man da als Grundstock anlegt und im Kleinhirn ablegt, mit dem kann man dann das ganze Leben lang arbeiten sozusagen. Ja, und dann geht es noch 3 Etagen weiter hoch. Es kommt das Mesencephalon, das Mittelhirn. Das Mesencephalon kennt man vom Morbus Parkinson. Der Morbus Parkinson ist nämlich darin begründet, dass die Substantia nigra, eine dunkle Substanz an Nervenzellen, die im Mittelhirn liegt, dass die tatsächlich sehr, sehr stark abgebaut ist. Und dadurch entstehen dann die bekannten Symptome vom Parkinson. Man spricht da gerne von dem Trias, Rigor, Tremor, Akinese, also verstärkte Muskelspannung, das Zittern und eine Bewegungsarmut. Hat also was mit Bewegung zu tun. Dann nochmal eine Ebene drüber ist das Diencephalon, das Zwischenhirn. Oh, da passiert ganz viel. Da wird der Tag-Nacht-Rhythmus wird gesteuert. Da werden periphere Hormondrüsen, also Hormondrüsen irgendwo im Körper, werden von dort angesteuert. Und das ist vor allem auch der sogenannte Thalamus, das Tor zum Bewusstsein. Und der sorgt dafür, dass von den vielen Reizen, die wir tagtäglich, denen wir ausgesetzt sind, dass von den vielen Reizen halt eben nicht wirklich alles zum Verarbeiten ans Gehirn kommt, sondern nur das, was wir unbedingt brauchen. So, und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir ganz oben. Ganz oben heißt Telencephalon. Telencephalon ist unser Großhirn, hat auch wieder verschiedene Abschnitte natürlich, da könnte man lang drüber reden. Was wir heute brauchen, ist die äußerste Schicht des Telencephalon, der Neokortex oder die Großhirnrinde. Unser Großhirn ist ja, wenn man es drauf guckt, gefaltet wie eine Walnuss, könnte man sagen. Sieht so ähnlich aus wie eine Walnuss. Bei der Faltung geht es natürlich um Oberflächenvergrößerung. Würden wir unser Großhirn plätten, also glatt bügeln, dann wäre das ungefähr so eine Größe. Also es wäre ungefähr so ein Tisch, an dem ein einzelner Mensch sitzen kann. Die Fläche ungefähr hätte unsere Großhirnoberfläche. Und da gibt es verschiedene Bereiche und da gibt es einen Bereich, der ist für uns heute fürs Thema Intelligenz absolut wichtig. Nämlich hier vorne, direkt hinter der Stirn, haben wir einen sogenannten präfrontalen Kortex. Der Begriff ist wichtig. Präfrontaler Kortex. Und in diesem präfrontalen Kortex, nicht nur dort, aber halt eben auch dort, wird Kognition verarbeitet. Und das ist jetzt der zweite Begriff, der für heute wichtig ist. Kognition, cognitio, lateinisch heißt kennenlernen oder erkennen. Der Pschirembel sagt, das ist Informationsverarbeitung und bezieht es auf ganz viele verschiedene Arten von Information, auf Lernen, auf Sehen, auf Emotionen sogar und so weiter. Ja, und jetzt versuchen wir uns mal an der Definition. Dana, was ist denn Intelligenz? Gute Frage. Also die Definition von Intelligenz hat sich natürlich über die Zeit ziemlich gewandelt. Angefangen hat das Ganze eigentlich schon ziemlich früh. Also im Jahr 1905 gab es den sogenannten Stanford-Binet-Test. Binet war ein Franzose. In Stanford wurde das Ganze dann weiterentwickelt. Da ging es um das Stichwort des sogenannten Intelligenzalters. Was heißt das ganz konkret? Das heißt, dass man früher davon ausging, dass die Intelligenz im Laufe des Lebens immer mehr zunimmt. Also vergleichbar mit dem Schulwissen sozusagen, mit dem Wissen, was ein Mensch hat, was ja immer mehr wird im Laufe des Lebens, dachte man auch, dass der Mensch, je älter er wird, umso intelligenter werden würde.
Heutzutage weiß man, das ist anders, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Wie ging das Ganze dann weiter? 1923 gab es Edward Boring, der einen Satz geprägt hat, der heute noch sehr viel im Gespräch ist, nämlich diesen bekannten Satz, Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst. Stimmt bis heute, ne? Stimmt bis heute, jawohl, da kommen wir nachher nochmal auf die Tests zu sprechen. Weiter ging das Ganze dann mit einem Deutschen, William Stern, der Erfinder des IQ ist, sozusagen IQ für den Intelligenzquotient. Das heißt, was hat er gemacht? Er hat einen Quotient gebildet aus diesem Intelligenzalter, was ich gerade kurz erklärt habe. Also was denkt man, wie intelligent müsste der Mensch entsprechend seines Alters sein und dem tatsächlichen Lebensalter mal 100. Und daraus ergibt sich dann auch wiederum, dass die durchschnittliche Intelligenz, also jemand, der normal intelligent ist, ungefähr bei 100 liegt. Das weicht dann noch ab, da kann man dann von den zwei Standardabweichungen reden, von 85. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, ungefähr 70% aller Menschen liegen so bei 100 oder vielleicht 90 bis 110, sowas ungefähr. Genau, und ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz ist wirklich nur in Richtung Hochbegabung unterwegs oder in Richtung geistige Behinderung, was dann sozusagen das breite Spektrum insgesamt ausmacht. Aber so 100 ist, wie gesagt, wenn Sie sich das für heute merken jetzt als Zuschauer, wenn Sie mit dem Thema noch nichts zu tun hatten, 100 als Mitte, das ist der wichtige Bereich. Dann hat der 1981 verstorbene David Wechsler etwas ganz Wichtiges herausgefunden, nämlich er war derjenige, auf den es zurückgeht, dass man weiß, dass Intelligenz eben nicht mit dem Alter immer mehr zunimmt, sondern tatsächlich ab einem gewissen Alter konstant bleibt. Das heißt, wenn wir jetzt erwachsene Menschen betrachten, dann ist es bei erwachsenen Menschen definitiv das Gleiche sozusagen. Die Intelligenz wird das Gleiche bringen, altersunabhängig, die Definition ist heute so noch gültig. Und Intelligenz ist unser wichtigstes Persönlichkeitsmaß, Merkmal im Endeffekt. Kommen wir auch später nochmal drauf. Und vielleicht übernimmst du jetzt nochmal für die Intelligenztests, dass wir ein bisschen erklären, was es mit denen auf sich hat. Okay, ja, klar mache ich. Die Frage ist natürlich, die zugrunde liegt, wie kann man Intelligenz messen? Kann man Intelligenz messen? Und da wird jetzt nochmal der Begriff von vorhin wichtig, Kognition. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass im Gehirn halt eben verschiedene Felder, verschiedene Arten der Kognition gibt, die man eigentlich getrennt angucken muss. Und entsprechend könnte es auch, Achtung, ich sage könnte es auch, unterschiedliche Intelligenztests geben oder Kognitionstests wären das in dem Fall. Da geht es um verbale Fähigkeiten, eine Sprache lernen und so weiter. Da geht es um numerische Fähigkeiten, Mathe. Da geht es um räumliche Fähigkeiten, durchaus ist auch dabei, fremdsprachliche Fähigkeiten. Es gibt ganz viele unterschiedliche Bereiche der Kognition und die werden jetzt aber nicht einzeln abgefragt, sodass man sich halt willkürlich einen aussucht, sondern so ein Test, der versucht wirklich alles abzudecken, den ganzen Bereich sozusagen abzudecken. Und was dabei spannend ist, was ich wirklich spannend fand, ist, man würde ja jetzt, also ich hätte jedenfalls erwartet, dass es jetzt da jede Menge Inselbegabungen gibt. Ne? Ein Mensch kann das besonders gut und das andere kann er halt eben nicht. Das stimmt aber nicht. Es zeigt sich wirklich, dass Inselbegabungen, also jemand kann einen Bereich richtig toll und den anderen gar nicht, das gibt es ja nicht gar nicht. Ne? Also es kommt ganz gut hin, dass wir in den Bereichen immer ungefähr gleich sind. Wie läuft so ein Test ab? Es läuft nicht immer, aber oft als Multiple-Choice-Test ab. Und es geht darum, eigentlich in erster Linie oder oft jedenfalls Analogien zu finden. Eine Analogie. Mach mal ein Beispiel. Ja, mit dir. Mit mir. Intelligenztest. Okay. Also. Intelligenztest von der IU live im Stream, wenn Sie noch nicht dabei waren. Okay. Normalerweise würde die Dana jetzt 5 Antwortmöglichkeiten kriegen. Wir machen es dir ein bisschen schwerer, du kriegst keine. Super. Und findest sie selber bitte. Also, Achtung. Wald verhält sich zu Baum wie Wiese zu? Gras. Natürlich. Ne? Hatten Sie es alle? Klar. Ein bisschen schwieriger. Fußballer verhält sich zu Fußballplatz wie Schwimmer zu? Schwimmbecken? Hat sie recht? Ja, sie hat recht, natürlich. So, und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Glück gehabt. Farbe, Achtung, okay. Farbe verhält sich zu Blindheit wie Ton zu? Zu Taubheit, richtig. Das waren jetzt die Analogien praktisch, die gefunden werden
müssen. Ich habe schon so viel Intelligenztests mit Probanden gemacht. Da sind echt spannende andere Sachen auch dabei. Da gibt es, was weiß ich, Schlauchfiguren, die man zuordnen muss. Ist das wirklich die gleiche Schlauchfigur? Die sind dann gedreht dargestellt sozusagen. Oder manchmal kriegt man eine Geschichte erzählt, die muss man nacherzählen. Dann geht es darum, dass man in der Geschichte einen Weg beschrieben kriegt und weiß gar nicht, dass man nachher eine Landkarte vorgelegt kriegt und da muss man den Weg einfach nachgehen und so weiter. Es gibt halt Sprachen lernen. Manchmal muss man Vokabeln einfach lernen und manchmal sogar eine Sprache, die es gar nicht gibt, ne? So dass man quasi Klingonisch oder Elbisch lernen muss, was man vorher noch nie konfrontiert, wo man noch nie mit konfrontiert wurde. All diese Fähigkeiten, die werden dann zusammengenommen und das gibt dann den Test und der soll nach dem Herrn Wechsler ein paar Kriterien halt erfüllen. Und da wäre zum Beispiel ein Kriterium die Reproduzierbarkeit. Das heißt, wenn ich den Test jetzt mache und mache in einer Stunde nochmal, dann muss er natürlich das gleiche Ergebnis geben. Klar, Reproduzierbarkeit. Er muss messbar sein. Es muss also möglich sein, dass man das irgendwie in Zahlen ausdrückt und dann eben vergleichen kann. Ja, und er muss über die Dauer des Lebens, über den Lauf des Lebens, über die Jahre konstant sein. Wenn die Kriterien gegeben sind, ist es ein guter Intelligenztest. Und danach vielleicht, dass wir dich wieder ins Spiel bringen, vielleicht kannst du ein bisschen was drüber sagen, was ist eigentlich die Grundlage da dafür? Irgendwie im Gehirn, oder? Ja, also man kann sagen, eine ganz wichtige zentrale Rolle, du hast vorhin schon vom präfrontalen Kortex, das war das hier vorne, also quasi direkt hinter der Stirn, ganz vorne der Bereich vom Gehirn, gesprochen. Und der spielt da tatsächlich eine ganz arg wichtige Rolle. Da gibt es zwei Punkte, die relevant sind. Das eine ist das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis wurde zum Beispiel gerade im Bereich Intelligenz bei Mathematikern viel untersucht. Auch wieder ein griffiges Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sollen eine mathematische Aufgabe lösen, die komplizierter ist und die Zwischenergebnisse erfordert. Wir machen jetzt mal ein einfaches Beispiel. Sagen wir 2 plus 2 plus 2. Dann wird das Gehirn von den meisten Menschen rechnen, 2 plus 2 ist gleich 4. Die 4 nehmen Sie in Ihr Arbeitsgedächtnis als Zwischenspeicher und dann rechnen Sie nochmal 2 dazu und dann kommen Sie auf 6. Das wäre der Punkt, was das Arbeitsgedächtnis unter anderem macht. Außerdem in diesem präfrontalen Kortex sitzen die exekutiven Funktionen. Da wird im Prinzip das Arbeitsgedächtnis mit dazugerechnet. Die exekutiven Funktionen sind vereinfacht gesprochen das, was uns Menschen von anderen Tieren als Lebewesen unterscheidet. Da sage ich immer gerne das Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt spazieren gehen mit Freund oder Freundin, haben gerade Spaß, lachen zusammen, machen Witze. Jetzt kommen Sie an einer Friedhofstrauergemeinde vorbei. Dann werden Sie wahrscheinlich, hoffentlich, nicht laut lachend dorthin durchlaufen, sondern was werden Sie tun? Sie werden ein bisschen Rücksicht nehmen, vielleicht die Straßenseite wechseln, die Stimme ein bisschen drosseln. Warum? Weil Sie gelernt haben in Ihrem Leben, dass das Anstand bedeutet, dass man höflich und anständig miteinander umgeht und die Trauergemeinde da jetzt nicht mit irgendwelchen Späßchen stört. Eine Katze würde das nicht. Eine Katze läuft an der Trauergemeinde genauso vorbei wie an einem anderen Menschen, es sei denn, der ist ihr zu laut und sie erschrickt. Also das ist so ein Beispiel für exekutive Funktionen. Das ist planvolles Handeln. Das ist, wenn man einen Plan hat, ja, Wochenende, Freitagabend, Sie wollen eigentlich einkaufen gehen, die beste Freundin ruft an, hat sich vom Freund getrennt, muss reden, dann planen Sie vielleicht um und organisieren Ihr Wochenende trotzdem so, dass es funktioniert. Fehler erkennen, sowas, das sind alles exekutive Funktionen. Ganz wichtig, es gibt Fähigkeiten, die auch das Arbeitsgedächtnis uns sozusagen hilft, ja, praktisch zu kontrollieren. Zum Beispiel muss ich, wenn ich intelligent etwas lösen will, eine Frage im Blick halten. Ich muss falsche Assoziationen ausblenden können. Ich muss ein Wissen, was ich mir angeeignet habe, was besteht, einbeziehen können. Und ich muss im Endeffekt Wahrscheinlichkeiten einschätzen können. All das zählt mit der Intelligenz zusammen. Da gibt es diesen allgemeinen Intelligenzfaktor, der aber sehr umstritten ist, auch G-Faktor genannt. Und was ganz wichtig ist, ist die Genetik. Und die ist auch unbestritten, der Einfluss. Vielleicht kannst du noch mal zur Genetik und den Genen ein bisschen was sagen. Oh ja, das mache ich. Wenn ich ein bisschen Zeit kriege, würde ich es in einen größeren Kontext vielleicht bringen. Ich würde ganz gerne ein bisschen was über Laufen macht schlau erzählen. Laufen macht schlau ist, also einleitend halt einfach, Laufen macht schlau ist eine Studie, die habe ich. Ja, du, Dana, warst ja eigentlich auch dabei, haben wir der Akademie für Gesundheitsberufe gemacht, gehört zum Universitätsklinikum Ulm. Eine riesengroße Studie, eine Zusammenarbeit mit der Uni Karlsruhe. Professor Böß wurde mein Doktorvater, wie man sagt später,
mit dem Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen. Da werden viele den Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer kennen, der das leitet, also der Lernforscher in Deutschland, könnte man sagen. Ich durfte da mit einer Psychologin zusammenarbeiten, ist auch promoviert, die Sanna Stroth. Vielleicht guckt sie sogar zu. Sanna, falls du zuguckst, hallo. Und es ging darum, unsere Probanden und Probandinnen laufen zu lassen. Also wirklich ordentliches Training. Ne? Wir reden von aerobem Ausdauertraining. Das heißt? Aerobes, ja, okay. Aerob bedeutet ganz einfach ausgedrückt, dass man so läuft, dass einem die Luft nicht ausgeht. Das ist jetzt wirklich die ganz einfachste Definition. Also nicht Vollspurten, sondern Ausdauertraining einfach machen. Und das haben wir mit unseren Probanden gemacht, 17 Wochen lang, dreimal die Woche. Also es war keine Kleinigkeit. Und da haben wir natürlich vorher, also vor die Studie angefangen hat, vorm Laufen, und am Schluss nach diesen 17 Wochen, haben wir natürlich psychologische Tests gemacht, die eben diese Kognition, wieder der Begriff, diese Kognition messen und wollten einfach nur gucken, tut sich da was, verändert sich da was? Die Antwort ist ja. Ich will aber gar nicht darauf raus. Wir haben nämlich nochmal was gemacht. Ich bin ja gelernter Molekularbiologe. Und wir haben unsere Probanden gebeten, uns ein paar Milliliter Blut zu geben. Das Blut habe ich dann ins Labor mitgenommen, habe eine Genanalyse daraus gemacht und habe ein einzelnes Gen tatsächlich genauer beschrieben. Es ist das Gen für die, es kommt ein komplizierter Begriff, Catechol-O-Methyltransferase, kann man auch als COMT abkürzen. Mhm. Na, und diese COMT ist ein Enzym, das Dopamin abbaut. Und Dopamin wiederum ist ein sogenannter Neurotransmitter. Ein Neurotransmitter ist ein Stoff, den Nervenzellen nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Das ist ein chemischer Stoff, den können Nervenzellen ausschütten und bei den anderen Nervenzellen, wo der dann ankommt, zeigt er irgendeine Wirkung. Und es gibt natürlich den Neurotransmitter Dopamin in verschiedenen Bereichen des Gehirns, klar. Aber halt eben auch zum Beispiel ganz vorne, wie hieß er nochmal? Der präfrontale Kortex. Auch da wird mit Dopamin gearbeitet. Und jetzt kommt das Spannende. Von dieser COMT gibt es zwei, wie man sagt, Isoformen. Das ist einmal ein Gen, was für eine langsam arbeitende COMT kodiert, wie wir sagen, und einmal ein Gen, was für eine schneller arbeitende COMT kodiert. Ne? Das heißt also, bei manchen Menschen wird das Dopamin, wenn es ausgeschüttet wurde, ganz schnell wieder entfernt. Bei anderen bleibt es länger vor Ort und kann sozusagen länger wirken. Und das ist jetzt wirklich wahr. Wir konnten aufgrund dieses einen Gens tatsächlich voraussagen, wie unsere Probanden in bestimmten kognitiven Tests abschneiden. Das ist irre, würde ich sagen, oder? Man hat ein bestimmtes Gen, das guckt man an. Wer mir quasi ein paar Milliliter Blut gibt, kriegt nachher von mir eine Info, wie er in welchem Test abschneiden wird. Das ist eigentlich schon irre. Und das belegt halt einfach, dass es ist nicht das Gen der Intelligenz, aber es ist ein Gen, das offenbar eine große Rolle spielt und das belegt den genetischen Faktor. Ja, Dana, und jetzt wärst du wieder dran, und zwar, was vielleicht interessant wäre, Intelligenz. Was bringt einem Menschen eigentlich Intelligenz zu sein? Was durchaus nichts. Also, wir sprechen ganz wichtig nochmal, das werden wir heute immer wieder betonen, von kognitiver Intelligenz im Augenblick. Das klären wir nachher auch nochmal kurz, das ist wichtig, aber für den Moment. Kognitiv intelligente Menschen können Wissen besser übertragen. Das hatten wir vorhin schon mal. Das heißt also, ein Wissen, was besteht, in einer neuen Situation sozusagen anwenden. Das hilft ganz arg viel, wenn man irgendetwas nicht nur am Montag lösen kann, sondern wenn am Mittwoch eine Situation kommt, die so ähnlich ist, aber halt nicht ganz gleich, wenn man das Wissen übertragen kann. Kognitiv intelligente Menschen schätzen allgemein Risiken besser ein. Das ist auch ein spannender Punkt, weil Risiken einschätzen hängt zusammen mit Krisenbewältigung. Das heißt also tatsächlich, man kann sagen, kognitiv intelligente Menschen bewältigen Krisen und Krisensituationen besser im Vergleich zu weniger kognitiv intelligenten Menschen immer. Man hat außerdem tatsächlich festgestellt, kognitiv intelligente Menschen ernähren sich gesünder. Tatsache. Alles jetzt statistisch natürlich betrachten. Selbstverständlich, die Ausnahme bestätigt immer die Regel. Also das ist ganz klar. Statistisch auch wieder betrachtet, kognitiv intelligente Menschen verdienen besser
Und jetzt können Sie selber schon weiterdenken sozusagen, wenn wir von kognitiv intelligenten Menschen bessere Ernährung, besserem Verdienst sprechen. Hat das vielleicht mit sozialem Stand auch zu tun? Es ist tatsächlich so, statistisch betrachtet, kognitiv intelligentere Menschen leben länger. Und jetzt kommt was, was auch noch ganz spannend ist. Jetzt haben wir ja schon ein paar gesundheitliche Aspekte. Jetzt gibt es gesundheitlich und medizinisch betrachtet noch weitere Aspekte. Wahrscheinlich kennen viele von Ihnen die Erkrankung Morbus Alzheimer. Alzheimer, ein ganz großes Thema, was immer wieder sozusagen auftritt. Es gibt tatsächlich erwiesen eine Korrelation zwischen der Schulbildung und dem Erkrankungsrisiko für Morbus Alzheimer. Falls jemand jetzt nicht weiß, um was es geht, ganz grob, bei Morbus Alzheimer werden Menschen vor allen Dingen im Alter vergesslich. Kann man sich vorstellen wie ein Bücherregal, in dem Bücher stehen, immer mal wieder fällt ein Buch um und wenn es umgefallen ist, kann man es praktisch nicht lesen, kommt an die Info nicht dran. Diese Bücher richten sich teilweise wieder auf, dann kann man sie wieder gebrauchen. Über die Zeit kippen aber immer mehr um und bleiben dann liegen. Und das ist dann natürlich ein Problem. Und dass sogar das mit Intelligenz zusammenhängt, ist unheimlich spannend. Aber jetzt habe ich von kognitiver Intelligenz gesprochen, wir beide bis jetzt. Vielleicht sollten wir jetzt noch mal kurz das in Zusammenhang setzen. Wir hatten ja auch andere Vorredner vor uns. Es gibt ja verschiedene Formen der Intelligenz. Vielleicht magst du das. Ja, es gibt sogar sehr viele verschiedene Formen der Intelligenz. Sehr viele. Das hat tatsächlich auch, ach, ich weiß auch nicht, 1970 oder so dürfte das angefangen haben. Das war etwa Howard Gardner hat tatsächlich multiple Intelligenzen beschrieben und hat von multiplen Intelligenzen gesprochen. Und ab da ging es dann wirklich los. Da wurden Intelligenz gibt es im Bereich Sport, sportliche Intelligenz. Was gibt es? Eine soziale Intelligenz, eine räumliche Intelligenz, eine musische Intelligenz. Ästhetische. Eine spirituelle Intelligenz, eine sexuelle Intelligenz. Also da ist wirklich explodiert das Thema, kann man sagen. Und entsprechend ist es dann auch in dem Punkt so, dass man, wenn man da was drüber liest, ein bisschen kritisch damit umgehen muss, weil natürlich sehr viel veröffentlicht wurde. Manches ist Wissenschaft, manches ist Esoterik. Da muss man ein bisschen aufpassen. Was durchaus seriös ist, wäre die sogenannte emotionale Intelligenz. Von der wird seit ungefähr 1990 gesprochen. Und das EQ, sagt man dazu. Und da wird einfach nur klar gezeigt, dass natürlich diese kognitive Intelligenz, von der wir es vorher hatten, dass die nicht alle Qualitäten erfasst sozusagen. Dass auch zum Beispiel ein kognitiv intelligenter Mensch muss nicht automatisch emotional kompetent sein. Ne? Das ist eine ganz andere Form, die wir Menschen aber in unserem Zusammenleben sehr, sehr wichtig brauchen. EQ, emotionale Intelligenz, bedeutet Empathie, Einfühlungsvermögen. Es bedeutet die Möglichkeit, Menschen zu helfen, Menschen zu führen natürlich auch. Es geht darum, Emotionen wahrzunehmen, Emotionen zu nutzen, zu verstehen, mit Emotionen umzugehen. Also eine durchaus wirklich unbestreitbar vorhandene Fähigkeit mit einem kleinen Problem bis heute. Es lässt sich nicht so scharf und nicht so gut beschreiben und nicht so gut messen wie eben diese kognitive Intelligenz. Und das ist wissenschaftlich halt natürlich immer ein bisschen ein Problem. Da nicht sind wir noch, quantifizierbar. Nicht quantifizierbar, ja. Da sind wir einfach noch ein gutes Stück weit davon weg. Davon weg, sage ich, weil ich, das weiß auch mein Gehirn, weil ich gerade Wechsler sagen wollte als nächster Begriff. Also der, genau richtig. Die Wechselkriterien, die ich vorhin beschrieben habe mit der Reproduzierbarkeit und so weiter, die sind einfach so noch nicht gegeben. Und deswegen wird in puncto emotionale Intelligenz sicher noch viel Forschung notwendig sein. Dass es sowas gibt, das ist aber mittlerweile, würde ich sagen, unumstritten. Ne? Und jetzt kommt ein Punkt, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber die Dana kennt sich besser aus. Sie greift da nochmal was auf, was auch schon in der Reihe hier dabei war, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Kannst du ein bisschen? Ja, klar. Genau, also künstliche Intelligenz. Vielleicht noch mal ganz kurz, manche von Ihnen sind ja heute jetzt auch zum ersten Mal dabei. Ich versuche Sie ein kleines bisschen in aller Kürze der Zeit abzuholen. Was ist künstliche Intelligenz? Zunächst mal kann man sagen, künstliche Intelligenz, im Deutschen häufig auch nur abgekürzt als KI, ist übrigens genau das Gleiche, wie wenn jemand von AI spricht, also dem Englischen Artificial Intelligence, genau das Gleiche, wird aber im Deutschen leider teilweise genauso benutzt. Obwohl wir das deutsche Wort dafür ja haben, das ist ein Teilgebiet der Informatik auf der einen Seite. Und dieses Teilgebiet der Informatik beschäftigt sich im Endeffekt damit,
die Mechanismen von intelligentem menschlichem Verhalten, also im Endeffekt der Intelligenz, zu erforschen und vor allen Dingen auch zu simulieren. Das heißt also, wie wird das Ganze gemacht? Man hat typischerweise Computerprogramme, zu Neudeutsch dann Software genannt, die auf irgendwelchen Rechenmaschinen, also Computern, laufen. Mhm. Und die, je nachdem, wie komplex das Ganze ist, versuchen im Prinzip das menschliche Gehirn nachzuahmen. Wie gesagt, geht unterschiedlich komplex. Der Begriff künstliche Intelligenz kommt ursprünglich von einem amerikanischen Informatiker. John McCarthy hieß der. Der ist 1927 geboren worden und hat 1956 für eine Konferenz zum ersten Mal diesen Begriff geprägt. Und viele von Ihnen werden, wenn Sie jetzt KI oder künstliche Intelligenz hören, nicht unbedingt an das Teilgebiet der Informatik denken, sondern an eben eine eigentliche Maschine, so wie sie ja teilweise auch in Spielfilmen vorkommt, die irgendwo dann eben etwas tut, sich intelligent verhält wie ein Roboter, der eben dann doch Gefühle hat und ähnliches. Kurz so als Grundlage, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, dann ist es sehr wichtig, dass dort das sozusagen das Lernen der Maschinen die Grundlage ist, maschinelles Lernen. Also das heißt, dass eben Computerprogramme in der Lage sind zu lernen. Das kann dann beliebig komplizierter werden, so ab 3 oder mehreren Schichten, wo das in die Tiefe geht, spricht man vom sogenannten Deep Learning, als DL abgekürzt. Maschinelles Lernen wäre dann das ML oder das Lernen der Maschinen. Und da kam das Stichwort sozusagen, oder gibt es im Moment sehr viel das Stichwort von ChatGPT. Jetzt, was heißt das in lang? Chat ist sich unterhalten. G steht für Generative, das ist also etwas, was etwas erfindet, etwas neu generiert. Pre-trained, also etwas, was im Voraus trainiert worden ist, im Voraus etwas gelernt hat. Transformer. Und wenn man etwas transformiert, dann wandelt man etwas um. Das ist also ein Programm, das mittlerweile furchtbar viel kann. Das kommuniziert schon mit anderen Apps und dann können Sie mit historischen Persönlichkeiten chatten und so weiter. Aber in seiner Grundform ist das ein Programm, das stammt von OpenAI. OpenAI wurde als Stiftung ursprünglich gegründet, ich glaube 2015 war das, und hatte so das Ziel, praktisch eine künstliche Intelligenz zu schaffen oder eben ein entsprechendes Programm zu schaffen, was kostenlos ist und was eben der Menschheit nützen sollte, also kein kleines Ziel. Und dieses Programm, dem können Sie eine Frage stellen. Sie können sich alle über OpenAI auf der Homepage anmelden, muss man einmal seine Daten eingeben, E-Mail-Adresse etc. und dann kann man direkt dieses Programm kostenfrei nutzen. Und Sie können zum Beispiel sich einen Aufsatz schreiben lassen. Interpretieren Sie mir Shakespeare von Macbeth. 5 Seiten, Niveau eines 10-Klässlers. Dann macht ChatGPT das für Sie. Dann können Sie sagen, doch lieber 10 Seiten. Dann werden es 10 Seiten. Und dann können Sie sagen, doch lieber das Niveau von einem Literaturwissenschaftler. Und dann kriegen Sie einen entsprechenden Aufsatz. Gibt übrigens Lehrer, die mittlerweile sagen, sie könnten das nicht mehr auseinanderhalten, ob ein Aufsatz tatsächlich von einem Schüler geschrieben ist oder tatsächlich von ChatGPT. In dem Zusammenhang hat mal jemand gesagt, künstliche Intelligenz sei Mustererkennung auf Speed. Das fand ich ganz nett als Formulierung. Manche bezeichnen ChatGPT auch als stochastischen Papagei. Das muss ich ganz kurz erklären. Was heißt das? Ein Papagei plappert ja nur nach. Das heißt, der ist nicht intelligent und kann die menschliche Sprache in dem Sinne und hat nicht das menschliche Verständnis, aber er kann Worte nachsprechen. Die Stochastik basiert, das ist ein Teil der Mathematik, basiert im Prinzip auf Formeln im Endeffekt, etwas erkennen. Und was ist jetzt die Grundlage von diesem Programm? Ich als Nicht-Informatiker in aller Bescheidenheit, was das Programm im Prinzip macht. Dieses Programm wurde gefüttert. Und zwar mit Texten aus dem Internet. Diese Texte enthalten sogenannte Parameter. Parameter sind Worte oder Wortteile. In der Version, die jetzt gerade zur Verfügung steht, sprechen wir von 175 Milliarden Parametern, die diesem Programm gefüttert wurden. Das heißt, es wurde ursprünglich trainiert mit diesen Parametern, um Fragen, die man ihm gibt, beantworten zu können. Jetzt sind wir ganz kurz davor, dass die nächste Variante erscheint. Und die nächste Variante soll meines Informationsstands zufolge 10 bis 20 Billionen Parameter enthalten. Das heißt, das ist um einen Faktor 100 mehr als jetzt. Und im Moment produziert es noch so kleine Probleme, das Programm, die sollen dann damit behoben werden. Also ein ganz spannender Punkt. Haftung ist in dem
Fall immer noch ganz wichtig. Es ist spannend, weil das Programm hat schon den Test bestanden, um in die Harvard Law School aufgenommen zu werden. Bayerische Abitur hat es noch nicht bestanden. Womit wir bei schulischer Intelligenz das wären, das kannst dann du wieder übernehmen. Ja. Das bayerische Abitur soll schwer sein, ja. Ja, bei mir geht es um Schule und schulische Intelligenz noch ganz kurz. Da können wir vielleicht auch zusammen was drüber sagen. Was bringt mir Intelligenz in der Schule sozusagen? Kommt alles nur auf die Intelligenz an? Natürlich nicht. Aber Intelligenz hilft durchaus in der Schule, im späteren Beruf. Ich beispielsweise Naturwissenschaftler. Mir hilft es, wenn ich Prinzipien sehen kann. Prinzipien sehen, erkennen. Mhm. Ne? Stausee, Akkumulator. Stausee, Batterie. So verschiedene Dinge und trotzdem, beides speichert, wenn man so will, Energie. Ne? Diese Analogien zu sehen, es gibt es auch im menschlichen Körper, in der Anatomie, gibt es das ganz genauso, dass bestimmte Prinzipien hier und da sich ähneln und so weiter. Das hilft und da hilft Intelligenz ganz einfach. Mhm. Intelligenz hilft auch, an Wissen, das man bereits hat, anzuknüpfen, mhm, ne? Und das zu vermehren. Das ist auch eine ganz intelligente Sache. Sprachen lernen, dein Ding, Sprache. Sprache und Intelligenz. Ja, klar. Intelligenz hilft zum Beispiel, wenn man eine Sprache lernt, muss man, weiß jeder, der mal irgendeine andere Fremdsprache gelernt hat, Vokabeln pauken. Ja, das gehört dazu. Und beim Vokabelpauken, was ist das Problem? Ich nehme mal ein englisches Beispiel, weil vermutlich viele quasi unserer Zuschauer jetzt auch des Englischen mächtig sind. Ich sage mal einen englischen Satz und Sie überlegen, wo ist der Fehler? When will I become my lasagne? Wo war der Fehler? Im become, ja, also kurz übersetzt für alle, was habe ich gerade gesagt? Ich habe gesagt, wann will I become, werde ich bekommen, könnte man meinen, stimmt aber nicht. Meine Lasagne wäre meine Lasagne. Also im Prinzip, wenn ich im Restaurant fragen möchte, wann kriege ich denn meine Lasagne, dann kann es mir passieren, ich nutze einen sogenannten false friend, wie man das dann nennt, also einen falschen Freund, und ich sage im Englischen to become, weil es klingt wie das deutsche bekommen. Es heißt aber werden. Das heißt also, das Problem ist, du hast einen deutschen Satz im Kopf und sprichst aber was Englisches aus. Und da können ähnliche Worte sein. Richtig, ne? Da können ähnliche Worte sein. Und dann sage ich mal kurz zum Kellner, wann werde ich zu meiner Lasagne werden? Und das ist vielleicht nicht so ganz das, was ich ausdrücken wollte. Also okay. Da ist das ganz wichtig. Ja. Was ich auch noch wichtig finde, Ralf, man muss ganz klar sagen, wir haben jetzt ganz viel heute kognitive Intelligenz als Thema, weil darum ging es mit dem Gehirn. Das ist das, was wirklich messbar ist, haben wir vorhin gesagt. Kognitive Intelligenz ist aber absolut nicht das Ein und Alles. Ja, so kann man das sagen. Es gibt noch andere Eigenschaften, unabhängig jetzt von anderen Formen wie emotionale Intelligenz und sowas, über die man sprechen kann. Was ganz wichtig ist, sind Punkte wie Ausdauer. Oder zum Beispiel Leistungsbereitschaft, mit dem englischen Grit häufig bezeichnet. Ja. Wenn ich dich frage, Ralf, Motivation, bist du motiviert, mit mir zu Experts at IU zu gehen? Dann wird er sagen, natürlich bin ich da motiviert. Wenn ich ihn frage, Ralf, bist du motiviert, jetzt gerade ein Schnitzel zu essen? Nein, ich habe keine. Dann wird er sagen, nee, vielleicht gerade nicht. Wir sprechen hier gerade, das ist ein wichtigeres Thema. Ja. Also Motivation ist etwas, was von der Zeit abhängt. Intelligenz im Unterschied dazu aber nicht. Und die Ausdauer und die Leistungsbereitschaft sind für einen Menschen wahnsinnig wichtig, weil sie dazu führen, hat man langfristig Erfolg. Kognitive Intelligenz allein reicht nicht. Ja. Wenn ich da noch kurz was sagen darf, das ist nämlich ganz interessant. Da hilft zum Beispiel auch Sport. Sportliche Tätigkeit, wenn man sich da wirklich mal reinkniet, wie man so sagt, und wirklich intensiv Sport treibt, da lernt man nämlich dieses Durchhalten. Ich zitiere immer wieder gerne den Satz einer Trainerin und Freundin von uns, Rola El-Halabi, die war bei uns auch schon, ist eine Boxerin, war bei uns auch schon Trainerin, und die hat mal den Satz geprägt, als jemand gefragt hat, und was mache ich, wenn ich ihn nicht mehr kann? Was sagte die Rola? Dann machst du einfach weiter. So sind Sportler. Genau. Ne? Durchhalten, durchbeißen. Ja, und damit sind wir beinahe am Ende. Ne? Ich denke, wir bringen es nochmal kurz auf den Punkt, was wir so alles jetzt erzählt haben. Es ging um Intelligenz. Es ging darum, dass wenn wir Intelligenz meinen, wir meistens oft die kognitive Intelligenz meinen. Das ist die, die man auch ganz gut messen kann. Wir wissen, dass Kognition viele Facetten hat, viele unterschiedliche. Wir wissen aber auch, dass eben Inselbegabungen selten sind und dass das häufig die Fähigkeiten in diesen vielen Facetten zusammenfallen. Es gibt verschiedene Formen der Intelligenz. Magst du noch mal zusammenfassen? Ganz grob? Wir haben jetzt heute gesprochen über emotionale Intelligenz, vor allen Dingen über die künstliche Intelligenz. Wie gesagt, es gibt diverse weitere. Man kann im Prinzip
eigentlich sagen, das geht hin bis zu einer Form von, ich nenne es jetzt mal Alltagsintelligenz. Ja, also wenn ich verreise und ich packe meinen Koffer, kann ich das mehr oder weniger intelligent tun. Ja, ich muss wissen, wo ich hingehe, ich muss wissen, ob da die Sonne scheint oder ob es regnen wird und was so weiter. An was ich als erstes ran muss im Koffer vielleicht, solche Punkte. Ja. Das ist also ganz wichtig. Wir haben in unserer Ausschreibung stehen, wir wollen uns ein bisschen versuchen an einer Form von neuen Definitionen. Und da kann man vielleicht eins festhalten. Wir sind beides Wissenschaftler, aber wir sind beides jetzt nicht die absoluten Experten und Forscher im Gebiet der Intelligenz. Und da bleiben wir auch bei unseren Leisten, wie man so sagt. Das heißt, was man sagen kann, es wird definitiv nicht reichen, eine Definition zu geben. Die Definitionen, die im Moment existieren, sind so vielfältig und das hat seinen guten Grund. Es muss viele geben, es muss viele Beschreibungen geben und es muss ganz klar sein, wer gerade von was spricht. Ich denke, das ist festzuhalten. Sicher scheint, dass der eine Begriff Intelligenz nicht ausreicht. Vielleicht könnte man auch von statt Intelligenz von Fähigkeit, von richtig meisterhaftem Verhalten, wenn man so will, ja, sprechen. Ne? Irgendwas ganz besonders gut zu beherrschen. Ja. Ne? Und das bringt, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Probleme mit sich, dass dieser eine Intelligenzbegriff im Raum steht und dann denkt man halt einfach, das wäre alles dasselbe. Und ich glaube, das kam heute auch raus, das ist es nämlich nicht. Ist es nicht und es ist auch nicht so, dass kognitive Intelligenz allein das wäre, was einen Menschen ausmacht. Also da gehört sehr viel mehr dazu. Und es ist auch bestimmt nicht das Wichtigste in diesem Sinne. Genau. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Schön war's. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken bei der IU. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken, natürlich bei der Lena Salzle und jawohl, Niklas Hanninger, unsere okay Betreuer. Toll, dass ihr uns eingeladen habt. Toll, dass ihr uns so ideal betreut habt. Mir hat es ja, genau. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, dir auch? Ja, absolut. Okay, dann haben wir es. Jawohl, freuen uns auf die Fragen.